Hier sind wir im Projekt für Mangelernährung. Gerade in der Sahelzone oder in anderen Gebieten kommt es vor, dass die Menschen plötzlich ihre Nahrungsmittelreserven aufgebraucht haben und die Nahrung, mit der sie jetzt rechnen, verschwunden ist, vertrocknet ist, verschwemmt ist. Die Leidtragenden sind die Schwächsten und das sind die Kinder. Hier zum Beispiel haben wir so ein Kind, das 5 Jahre alt sein soll. Man sieht, das ist maßstabgetreu angefertigt und man sieht, dass dieser Oberarm viel zu dünn ist. Wir müssen trotzdem zu einer schnellen Diagnose kommen. Jetzt haben wir da solche Bänder, die man in der Mitte des Oberarms anlegt und wenn man da bei dem Pfeil die Farbe abliest, sieht man, dass es hier rot ist und so ist es meistens bei den Kindern, die zu uns kommen. Das heißt, dieses Kind ist akut mangelernährt und akut gefährdet. Was machen wir, wenn wer zu dünn ist, weil zu wenig zum Essen da ist? Also wir geben zu essen und das ist, haben wir gut im Griff, weil wir so eine therapeutische Fertignahrung haben, zur Verfügung haben. Ich gehe da jetzt hinten herum und zwar gibt es, das heißt in unserem Fall Plumpinat, es gibt auch andere Fabrikate, das ist eine konzentrierte Erdnusspasta mit allem drinnen, was ein kleines Kind so für die Ernährung braucht. Zusätzlich braucht das Kind natürlich Wasser, ne, sauberes Trinkwasser, das wir auch zur Verfügung stellen. So ein Sackerl hat 500 Kalorien und enthält alles, was nötig ist, um dem Kind wieder zu einem normalen Gewicht zu verhelfen. Mit 3 Säckchen ist ein Kind ausreichend ernährt, damit es wieder ein normales Gewicht erreichen kann nach einiger Zeit. Und das Schöne daran ist, dieses Sackerl kostet 32 Cent. Also mit weniger als 1 Euro ist ein Kind wieder am besten weg, gesund zu werden.